Leute, hallo. Und herzlich willkommen zu Wario Blast Future Moment. Das ist der Retro Game Timer. Hier kann man Wario the Moment spielen. Aber wir entscheiden uns für den süßen Bomberman, weil wir den haben ja schon früher. Genau, es ist wieder Retro-Spiel, wie Michi schon sagt. Und dieses Spiel ist das erste Gameboy-Spiel, das wir hatten. Also das ist dieses uralte dicke Ding, das man mit 4 Batterien, die man gebraucht hat. Das, ich glaube, das sagst du auch schon zum dritten Mal. Wir haben aufgenommen. Beim ersten Mal haben wir vergessen, die Kamera einzuschalten. Dann habe ich vergessen, das Spiel aufzunehmen. Aber jetzt läuft alles, wir schauen nochmal. Genau. Und in das Spiel von, also das Ziel von diesem Spiel ist, du spielst entweder Bomberman oder Wario, der andere ist halt dein Feind. Du musst ihn halt einfach töten. Ne? Töten, in die Luft jagen. Und es gibt so unterschiedliche so Kärtchen noch. Was hat zum Beispiel gemacht, dass du mehr Range bekommst? Beim anderen, bei so ein Topf voller Bombe ist, dass du mehr Bomben legen kannst und so ein Totenschädel, dass du nicht Bomben hast. Das ist schon was. Das ist einfach eingespielt. Genau. Bombe, dass du mehrere Bomben legen kannst, ich habe 2. Und man muss halt in jeder Runde immer 2 Spiele gewinnen, wenn die nächste Runde kommt. Mhm. Mit jeder Runde, neuen Runde, gibt es einen Bomberman mehr. Einen Wario mehr. Genau. Oder, wie du gesagt hast, einen Bomberman mehr. Oder einen Bomberman, wenn du Wario spielst, genau. Und das Ganze basiert halt eben, es hat auch nie gespeicherte Spiele, steht alles auf einem Passwort. Jedes Level, also jede Runde hat ein Passwort, wir haben es damals aufgeschrieben und wir haben sogar, wer sich noch daran erinnert, ganz am Anfang von Super Yopa haben wir auch immer diese Komplettlösung und Spieletipps gemacht. Ja, das heißt, ich nehme das. Und dann haben wir auch ein Spiel von denen auf dem Fall, wir blenden das Spiel, dieses Komplettlösung quasi in die auf jeden Fall eine. Und wir haben sogar so eine Liste gemacht. Genau, die ist von damals, als wir anfangen dieses Spiel zu spielen und damals gab es kein Internet. Da hat man sich nur alles rausgeschrieben. Also einen ganzen Ordner lang. Das ist voll mit alles so Tipps und Tricks, wo wir. Genau, die uns einfach selber aufgeschrieben haben. Oder manche haben dann auch so Heftchen gesammelt. Genau. Aber ich finde das ja. Für, wenn jetzt. Ein Wario hat sich schon in die Luft gesprengt. Ah, ja, sehr gut. Steht da unten, steht nämlich dran. Zeit. Man hat 100 Sekunden Zeit. Und hier steht auch Gegner, Enemy. Also nur so eine hat sich schon in die Luft gesprengt. Spielst du nicht auf der wunderschönen Sprache Englisch? Englisch. Man konnte immer schon Englisch lernen. Und da ist ein Ding, ein. Was heißt das da nochmal? Totenkopf? Ja. Weil man eben in den Totenkopf rein hat, da, ne? Ist das nicht tot, sondern man kann für. Das ist so wie diese dunkle Wario, da ist ja super, ne? Man kann keine Bombe legen, ne? Wenn man einen ohne Rückmeldung auf seine Items, was er eingesammelt hat, oder? Ja, ich glaube auch. Kann das Item Manning? Ja. Hä? Ob das Item Manning kann, ne? Ja, Zeit, oder Kärtchen, egal wie ihr wollt. Aber man kommt bei dem Spiel, man muss immer ein Endgegner besiegen, pro Welt, und dann kommt man eben die neue Fähigkeit. Und immer einen Buchstaben dazu. Ah ja, schon einen Buchstaben. Der Buchstabe bedeutet auch irgendwas, gell? Aber das habe ich jetzt auf dem Video, was das bedeutet. Geht dem Hauptmenü und dann das Passwort. Da steht ja, ihr habt sie umgebracht, Chef. Ich zeig's euch. Lest euch das durch. Geht im Hauptmenü, dann kommt das Passwort. Oh Gott, dieser Zettel. Wir waren geiles Deutsch. Bei ihm. Aber es ist schon so eine gute Schrift eigentlich. Es ist echt peinlich, aber ein Wario stößt sich schon wunderbar. Haben wir jetzt 3 Varios? Nee, schon 2, oder? Das ist schon Runde 3, wir haben 3 Varios. Haben sie aber schon 2 umgebracht? Ja. Das ist ja echt mega. Das ist ja echt mal mega. Das haben wir nicht. Das haben wir zum ersten Mal jetzt gerade heraus. Die sind echt chaotisch, Michi, weißt du das? Wie gibt es auch noch zu ein chaotisch sein? Ich weiß nicht, ich traue mir sogar zu, dass ich das geschrieben habe. Nein! Nein, das Kind ist erst. Das ist mein. Nein! Und zwei haben sich schon umgebracht extra. Zwei haben sich extra schon verabschiedet. Ich guck auf die. Ich wollte vorher auf die Zeit gucken, dann stand keiner, aber ich gemerkt, dass wir nicht aufgenommen haben. So war das. Aber ich meine, das kennt jeder. Mhm. Aber jetzt. Wie weißt du eigentlich, wo Bomberman herkommt? Ich weiß nicht, warum die beiden eigentlich Feinde sind, weil ich meine, später. Es ist ja Bomberman. Es ist ja Wario hier immer. Weißt du, hier im Peach-Universum unterwegs, Super Mario-Universum. Ja, alle möglichen Leute hier. Ja, ich weiß gar nicht, Bomberman ist nicht mitgekommen. Ja. Und man weiß auch irgendwie gar nichts von ihren. Dürfen die alle drei kommen? Oh. Oh, alle drei überlebt. 30 Hände. Die
Wir haben schon ganz schön Skeletons. So, du stirbst halt sonst. Ich weiß schon. So. Ich hatte gerade Angst um dich. Ich muss es schon provozieren, Schicki. Hoppala! Hoppala! Sind wir draufgegangen? Hoppala! Ist Südländer auch noch? Südländer, oder was? Oder? Der ist ein bisschen dunkler. Südländer. Kann natürlich. Also, wenn gegen mehrere Bombenmen spielt, das ist immer, dann sind die auch. Das sind auch Südländer. Das Südländer schon. Es ist immer einer dunkel. Oder ich glaube, zwei sind sogar dunkel. Alle. Weißt du, mit hat ein bisschen so eine dunkle Kontrast, aber damals gab es keine Farben. Echt, oder? Krass. Krass, nur so grau und so. Grau, ne? Grau. Bisschen schwarz. Oh! Ich hab den Zettel verbrannt. Ich hab mir die selber um. Du hast ihn natürlich auch retten können. Was? Bist du immer berühmt? Tschüss. Das ist Endgiga-Zeit, oder? Mhm. Hey, ich mal. Ich würde sagen, wenn wir dann Endgiga-Zeit haben, dann können wir mal ein Passwort einsetzen, ne? Ich würde jetzt gerne sagen, ihr dürft sagen, wo ihr gerne mal sehen wollt, aber das klingt so schlecht. Ich sehe kein Livestream so. Das Livestream wäre ja auch lustig. Oh, schnell mal ein Passwort ein, dass das Schwein alles kaputt macht oder so. Okay. Schwein das ist das Schwein in der Tasse. Ein Schwein in der Suppe quasi. Man muss es dreimal treffen. Und es kann nicht nur so Kinder machen, es kann sogar. Das kann auch mit Nüssen schießen. Zack. Schöner einmal. Und zwei mit zusammen. Kann man das Spiel eigentlich irgendwie beenden oder kann man das bloß beenden, indem man stirbt? Ich hab keine Ahnung. Das Schwein verfolgt mich gar nicht instant. Das ist einfach irgendwo rum, wo ihr es Bock hat. Haben wir auch irgendwie seine Kinder? Ich weiß gar nicht. Oh. Yeah, ich muss verschweigen, was sieht. Es ist Lesezeit, oder? Oh. AK. AK für. Ich werde es sehen, warte. Yeah. Boss cleared. Kicks. Also, wir können jetzt. Das ist Bombenkick, oder? Das wird jetzt gerade mal erklärt, oder? Kicks. Kick-Bombs. Und die Button will halt. Das Kick-Bombs. Kai. Du hast mich mal. Sollen wir das Level spielen oder sollen wir in eine andere Welt gehen? Spielen wir das mal einmal. Oder? Ja, wie müssen wir das umbringen? Aber so umbringen, ne? Ah ja, guck, so kann man spielen. Man kann sich hier teleportieren. Ach, stimmt, klar. Das ist natürlich ein bisschen tricky, aber man kann sich auch halten. Ja. Irgendwo eine Bombe in der Hand. Ich gehe einfach mal zu ihr. Was kann ich da? Mario, wo bist du? Die kriegst du gleich drauf an, ne? Ja. Krass. Ich will fighten, ne? Kann man vielleicht zu mehr Fahrt springen, Digga? Brauchen wir, ne? Ja, kann man. Nee. Wäre schon cool gewesen. Auf jeden Fall. Obwohl, das ist ja mal ein geiles Battle, oder? Mhm, das ist ja echt ein geiles Battle. Schon eine gute Rage. Schon eine gute Rage. Yes. Aber ich will trotzdem das gerne. Hm? Ich will jetzt gerne das Ding machen. Eine andere Welt gehen, ne? Ja. Musst du dich ja töten, ne? Kann ich? Irgendwann töte ich einfach. Komm. Weil ich weiß sonst auch nicht, wie man das anders machen kann. Ich hab schon das erste Level gewonnen, Milchi verkackt. Ich wollte mir was zeigen. Das ist auch nicht Spaß. Wir können auch Pause drücken. Okay, wäre Welt werden wir aus? Ich weiß nicht, ich hab's irgendwas hören. Oh, jetzt kommst du an die Palmenwelt auch noch, gell? Bist du Welt 4? Wir sind jetzt in Welt 2. Das sieht doch aus wie Passer drauf. Welt 4? Musst du eingeben 41, 52. 41? 52. Wenn du deine höhere. Also jetzt sind wir in Welt 4. Sieht cool. Weiß ich gar nicht mehr. Was kann man hier schon alles? Schneller rennen. Und die ist nicht cool. Die war eine höhere. Noch eine höhere Welt. Dann noch. Schau auch wie das. Ich finde. Töte dich einfach. Wenn du eine höhere Welt bist, musst du dich umbringen. Ich meine, ihr seht ja, das Spiel funktioniert immer gleich. Tötet den anderen. Nee, alles ist hier die Schatten. Ich will was höchst. Du machst die höchste Welt, oder? Ja. Kannst du vom Endgegner, oder? Echt schon so? Okay, ja. Oder? Ja. 0,390. Und hier kannst du eben wieder eingeben. 19. Nein, ich wollte nicht Schatten. Oh, ich hab Peter.
Was haben wir gesagt? 03. 0 habe ich gesagt. 3. 3. 9, 0. Das kommt letzte Welt. Ich muss ja gegen 3 Varius. Über das kann ich jetzt fahren, über solche Musik. Was kann man sonst noch machen? Ne? Aber die Musik ändert sich immer, gell, oder? Ja. Ich kann jetzt eben so kicken, dann kann ich schneller fahren. B. Ja, du musst doch alle. Ach, die können auch alle. Ach, die können auch schon. Okay. Oh, ups, bring das gegenseitig um. Aber so macht es auch Spaß, wenn man so neue Fähigkeiten hat. Mhm. Dann immer die Raupe, dein Lieblingsendgegner, gell? Ja, keine Raupe. Ah, ich hab die Blume. Flower. Der letzte Endgegner ist der Ding, gell? Der dritte. Der große, der große, der große Vorteil, ja. Nein! Ich kann gar nicht hinschauen. Oh Gott. Haben wir verloren, oder? Ja, klar, haben wir verloren. Nee, ich werde ja komplett verloren. Achso, nein. Zyoton, Michi. Oh, echt, oder? Südländer. Oh, oh. Okay, das war nichts. Egal, ne? Machen wir jetzt eine schnelle Schuss. Also, wir müssen doch kämpfen, ne? Ja, oder? Da habe ich mal Bombensprung gesagt, die will. Ich kann das schämen. Hast du denn mehr große Rages? Ich hab schon, oder? Oh, das sind die krassen Bugs. Wir können irgendwie. Ah, das haben sie ja schon zusammengebracht. Die können jetzt alle irgendwie von das krasse Zeug, glaube ich. Außer, also, dass sie kein Fahrrad haben. Und schneller brennen können. Oh. Chefi, mach's fertig. Ja. Easy. Ciao. Ciao. Sollen wir noch Hallo zum Roboter sagen? Ja, ich würde auch sagen, ich soll noch Hallo zum. Wenigstens küsst, auch wenn es ein kürzer und schmerzer, ein schmerzender Kampf wird. Ja? Ja, der ist schon ziemlich krass für mich. Ich glaube, er war so der erste krasse Endgegner im Leben oder so. Ich fand eigentlich auch, dass bei Super Mario World der Bowser den Schuss, ich fand den eigentlich auch ziemlich krass irgendwie. Ja? Oh nein, der hat mich verarscht. Ihr habt dich verarscht, mein liebes Kind. Oh, ja, ich fand den, aber da sind wir ja gespielt, dann fand ich ihn gar nicht. Aber easy. Oh, wenn sie schon um. Ich glaube, der Maschine hätte sie auch noch retten können. Ach, mehrere Bomben legen kann man auch schon, die können das auch nicht. Die Dinger fanden eine Bombe legen einfach. Mhm. Stimmt, es gibt auch gar keine Taler mehr. Stimmt, krass. Nein! Nein, nein, nein! Wieso, weshalb, warum? Ist das eine Scheiße? Wir gehen zum Endgegner. Dann leiten wir die Gegner. Der Code ist 3158. 3158. Ich hab endlich Zeit. Jetzt wird's echt. Jetzt wird's echt knackig. Ich weiß gar nicht, was ich kann. Hast du eine andere Musik dafür? Ja. Oh Gott, ich bin schon tot. Ah ja, und wir brauchen auch noch einmal probieren. Einmal, oder? Ja. Und dann machen wir hier Schluss heute. Ja. Jetzt so viel Feld, ob die nicht sehen. Spaß. Die Scheiße. Oida. Die Dinger geholt. Ja. Weißt du, wir sterben uns selbst. Doch, ich bin da irgendwie schon. Okay, okay, das war's mit Bomberman. Bomberman oder wie sein Bomberman einfach. Und bis zum nächsten Mal wieder, Leute. Ciao. Ciao. Ah, was soll ich sagen? Oh, pass auf. Und tschüss. Ach, ich wusste, Michi hat einfach Skill. Ich wusste. Immer Michi. Es waren zwei und der andere ist schon tot gewesen. Ja, er war schon tot. Ach geil, ich hab's gar nicht mitbekommen. Wir kommen in Runde 3. Ich hab mich so mit drei Varius. Mit drei Varius am Start. Oh, wir nehmen gar nicht auf. Oh!